Liebe Schwestern, liebe Mitfeiernde, so vieles im Leben muss irgendwie provisorisch geregelt werden. Und in dieser Welt ist ohne dies das Allermeiste vorübergehend. Wir sind Expertinnen und Experten geworden für das Bleibende, für das Wesentliche. Und zum Glück die Gottesbeziehung, die Beziehung zu Jesus, braucht nicht provisorisch sein. Die kann uneingeschränkt gelebt werden. Wir können uneingeschränkt mit Jesus in tiefer Gemeinschaft leben. Und diese tiefe Gemeinschaft nimmt uns hinein in das Leben Jesu und in den Auftrag Jesu. Bedenken wir, dass Jesus vom Vater in unsere Welt gesandt wurde, damit die Welt und die Menschheitsfamilie, die Welt Gottes und die Familie Gottes wird. Jesus hat uns teilnehmen lassen an diesem Gleichnis vom Weinberg. Und die Frage ist, wie sehen wir uns als Mitwirkende, als Eingeladene? Ich meine, dass die Weinbergarbeit eine Arbeit im Dienste des Lebens ist. Der Dienst am Leben ist Weinbergarbeit. Und damit wir das mit dem Weinberg noch besser verstehen, möchte ich kurz in Erinnerung rufen, dass der Weinberg in der Heiligen Schrift über 100 Mal zur Sprache gebracht wird. Dass vom Wein selbst über 200 Mal gesprochen wird. Vom Weinstock über 50 Mal. Im Weinberg mitarbeiten heißt ganz praktisch den Boden bearbeiten, Weinstöcke reinigen, beschneiden, von Unkraut und Disteln den Weingarten freihalten, heißt einen Zaun oder eine Mauer herum anlegen, heißt einfach pflegen. Ich meine, wenn die Heilige Schrift unter anderem auch das Volk Israel als einen Weinstock bezeichnet, den Gott selbst aus Ägypten genommen hat und neu eingepflanzt hat, und dass Gott selbst diesen Weinstock pflegen will, dann dürfen wir auch gleich daran denken, dass Jesus gekommen ist, um in diesem Weinberg im Volk Israel, ja in der Menschheitsfamilie mitzuwirken. Und wir dürfen die Menschheitsfamilie oder noch präziser das eigene Leben als einen Weinberg betrachten, der von Jesus selbst gepflegt wird. Und so wird das Mitwirken mit Jesus zur Betreuung des Weinstocks, der wir sind. Das heißt, Mitwirken mit Jesus heißt dem Leben dienen, das Gott uns gegeben hat. Und es freihalten von negativen Einflüssen. Unter anderem heißt es im Hohen Lied einmal, fangt die Füchse, die kleinen Füchse, sie verwüsten die Weinberge, unsere blühenden Weinberge. Was schädlich ist, muss aufgespürt werden. Und wir müssen darauf achten, was könnte unser Leben gefährden. Ich möchte auch erwähnen, dass der Wein uns geschenkt ist, damit es Freude gibt. Das erste Mal ist der Weinberg schon im Buch Genesis erwähnt. Noach wurde der erste Ackerbauer und pflanzte einen Weinberg. Was ist ihm passiert? Das heißt, er trank vom Wein und wurde davon betrunken. Er hat noch nicht so richtig gut umgehen können mit den Früchten des Weinbergs.
mit den Möglichkeiten des Lebens. Und es ist so gut, dass wir in Jesus einen haben, der uns die Freude am Leben zeigt, der der Freude am Leben dient. Denken wir daran, als die Not groß war, hat er sogar Wasser in Wein verwandelt, damit gefeiert werden kann. Also Jesus ist einer, der für das Feiern des Lebens ist. Wenn jetzt Jesus aufruft, im Weinberg mitzuarbeiten und sich Älteste und Schriftgelehrte verweigern, Sünder, Zöllner, Dirnen aber mitwirken, dann soll uns das nachdenklich machen. Wir dürfen uns zu jenen zählen, die mitwirken im Weinberg. Sonst wären wir heute nicht hier versammelt. Wir haben uns hineinrufen lassen in das Werk Gottes, das Jesus mit uns vollbringt. Es könnte sein, und das sehe ich als Anfrage, es könnte sein, dass es noch Bereiche im Weinberg gibt, die noch nicht genügend kultiviert sind, die vielleicht vernachlässigt sind, wo wir noch nicht die Zusammenarbeit mit Jesus, dem eigentlichen Herrn des Weinbergs, so richtig praktizieren. Es geht um das Leben, und erst dann, wenn wir dem Leben in Fülle auf der Spur sind, können wir sagen, ja, jetzt haben wir den eigentlichen Weingärtner verstanden. Und jetzt lassen wir uns von ihm instruieren. Als solche, die im Weinberg mitarbeiten wollen, sind wir solche, die in Ausbildung sind. Und wir brauchen keine Scheu zu haben. Jesus ist extrem geduldig mit all jenen, die mit ihm zusammenwirken möchten. Es wäre die Frage, ob nicht der, der nicht im Weinberg arbeiten will, ob der vielleicht so Gedanken hat, Weinbergarbeit ist unter meinem Niveau. Oder ein anderer könnte sagen, das ist zu viel für mich, zu anspruchsvoll, mir fehlt es an Ausbildung. Für all das sorgt der Herr. In Holland ist ein Mann am Gehsteig unterwegs gewesen und hat ein Schild vor sich getragen. Ich bin ein Narr um Christi willen, war zu lesen. Und die Leute haben ihn natürlich angeschaut und haben sich umgedreht. Und siehe da, am Rücken hat er auch ein Schild getragen. Auf dem war zu lesen die Frage, wessen Narr bist du? Wir dürfen uns zu denen zählen, die vernarrt im Sinne von verliebt sind ins Leben, das wir in Jesus sehen. Und wir wollen diejenigen sein, die mit Begeisterung und Entdeckerfreude, Erkenntnishunger und, wenn wir wollen, Neugierde schauen, was spielt sich da ab im Weinberg Gottes und wie ist das Mitwirken gemeint. All jene, die sich tatsächlich einlassen, erleben schon die Früchte daraus. Das heißt, wer mit dem Erlöser zusammenwirkt, der erlebt Erlösung. Wer sich auf den Friedensbringer einlässt, der erlebt zuerst gleich einmal Frieden in seinem Herzen. Und wer sich auf das Leben einlässt, das in Jesus zu uns gekommen ist, der erlebt Lebendigkeit, die er von sonst nirgendwo bekommen könnte. Das heißt, irgendwie sind wir schon Ersterfahrene. Wir sind schon diejenigen, die kosten dürften vom Wein. Ich schließe mit der Schilderung, dass nach der Hochzeit zu Kana Spötter gelacht haben,
die Krüge mit Wasser gefüllt, von Jesus zu Wein gewandelt, haben denn die Hochzeitsgäste diesen vielen Wein auch noch ausgetrunken? Da hat einer gesagt, nein, wir trinken bis heute. Geistlich, spirituell leben wir von dem, was uns Jesus schon bereitet. Der Wein, den uns Jesus gibt, er ist ein sehr guter. Amen. Wir wollen Expertinnen und Experten für das Leben sein, unter allen Umständen. Mit Jesus sind wir am allerbesten Weg und in allerbester Ausbildung.